bin Dani, 45, 19 Jahre in der Feuerwehr und seit 4 Jahren Zugschiff. Bei einem Kellerbrand geht es darum, dass man die Wärme kennenlernt. Wenn ich irgendwo in einem brennenden Keller runter muss, kommt mir Pitz dermassen entgegen, das kann zu einer echten Überwindung werden. Mein Name ist John, ich bin 44, seit fast 10 Jahren in der Feuerwehr und ich bin Wachmeister. Der Dortmund-Container. Das Ziel dort ist eigentlich, dass man das Schaffen über eine lange Distanz mit den verschiedenen Teams üben tut. Dass man die verschiedenen Schlauchtrupps hat und miteinander kommunizieren tut, dass man zusammen führen kann, als Feuer, als ganze Mannschaft und auch den Rückzug koordiniert machen tut. Tiefgarage ist sicher eine besondere Herausforderung, wo es wegen dem Rauchdruck geht, ohne Sicht ein Feuer zu suchen. Man kennt die Umgebung nicht, weiss nicht, wo man durchlaufen muss und sucht den Brandherd, ohne etwas zu sehen. Das Eng ist retour und dann aussen rum und nachher hat es dann auch geklappt. Es ist vor allem Kameradschaft. Man lernt extrem viele Leute aus den verschiedensten Schichten kennen. Mit denen hat man vermutlich im normalen Alltag nicht unbedingt Kontakt. Oder zumindest nicht so intensiv. Ich bin Eva, ich bin 26. Ich bin in meinem 5. Jahr als Soldat in der Führung. Ich denke, es ist eine sinnvolle Abwechslung. Jetzt gerade für mich zum Büroalltag. Man macht halt wirklich etwas mit der Hand und muss halt wirklich etwas machen. Und man gibt wieder der Gemeinde etwas zurück und arbeitet auch mit Leuten aus der Gemeinde zusammen. Und das ist noch cool. Man will nie so viele Leute aus der Gemeinde kennen, wenn man nicht in der Führung wäre. Es ist etwas ganz anderes als der Alltag. Es ist ein sensationeller Ausgleich zum normalen Tagesjob. Man ist der Gemeinde näher, man macht etwas Positives und man hilft den Leuten. Also ich sehe nichts Negatives daran. Es ist nur gut. Es ist eine ganz spezielle Mischung aus Kollegialität und Teamgeist. Und trotzdem irgendwo durch auch ein bisschen Ehrgeiz. Ja, es ist einfach ein Pakt. Und ich denke, die meisten, die kommen, gehen schnuppern, mal eine Übung schauen, kommen nachher auch. Es wird einfach nie alt, es ist immer was. Stell dir vor, es brennt und kein Mensch geht an. Die Feuerwehr braucht immer wieder Leute. Es ist ein Hobby, wo man neue Erfahrungen sammeln kann, die ich im Alltag vermutlich nie erleben würde.